Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Unglaublich, aber wahr, es ist die 101. Folge und dieses neue Zentenium beginnen wir mit einer Personenfolge bzw. einer Personenstaffel. Und zwar werden wir über Franz Grillparzer sprechen, den, ich nehme es jetzt mal ganz kurz vorweg, österreichischen Nationaldichter. Und warum wir über den sprechen, werden wir gleich erzählen. Zuvor möchte ich mich aber nochmal ganz, 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 ganz herzlich bei unseren zwei Förderinnen Bettina Angelika und Christel bedanken für ihre nette Unterstützung. Hat uns sehr geholfen und sehr gefreut. Dankeschön. Wir werden weitere schöne Folgen damit produzieren und euch erfreuen. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen. Die Daten und wie das geht, steht auf unserer Website www.erzählmirvon.wien. Apropos Website, Hitradio Ö3 schreibt den österreichischen Podcast Award aus, einen österreichischen Podcastpreis, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt und uns bis Anfang Februar dort nominiert. Und zwar könnt ihr das auf ö3.orf.at Podcast Award, so heißt es. Da könnt ihr einfach sagen, unser Lieblingspodcast ist Erzähl mir von Wien. Bitte macht das, wir würden diesen Preis natürlich sehr, sehr gerne gewinnen. Also, nominiert uns für den österreichischen Podcast Award auf Ö3. Aber heute sprechen wir über einen Mann. Und ich sage davor erstmal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, ich habe gesagt, wir sprechen heute über einen Mann. Dieser Mann heißt Franz Grillparzer. Die meisten haben wahrscheinlich von ihm gehört im Deutschunterricht irgendwann einmal in der Schule. Wer ist Franz Grillparzer und warum sprechen wir über ihn? Fangen wir an, warum? Den Anlass, weil er am 15. Jänner Geburtstag hat. Er ist geboren am 15. Jänner, oder er wurde geboren am 15. Jänner 1791. Das heißt, heute, an dem Tag, an dem ausnahmsweise der Podcast mal an einem Freitag herauskommt, wäre oder ist sein 230. Geburtstag. Die Wiederkehr seines 230. Ja, 230. Herzlichen Glückwunsch, Franz, an dieser Stelle und allen anderen Geburtstagskindern, die heute am 15. Jänner Geburtstag haben. Und jetzt beantworte mir die Frage, wer ist Franz Grillparzer? Ein österreichischer Dramatiker. Ein bisschen dramatischer, bitte. Und Dichter. Okay, er wird bezeichnet als der österreichische Nationaldichter. Mhm. Und warum? Naja, das hat jetzt, da muss ich ein bisschen zurückgreifen. Tut es. Grillparzer ist gestorben mit 81, sechs Tage nach seinem Geburtstag, nach seinem 81. Also im Jahre 1871. Ich kann nämlich auch ganz schön schnell rechnen. Nein, 1872. 1872. Okay, ich kann auch nicht so gut rechnen wie du. Aber, jetzt hast du mich verwirrt. Aber eigentlich habe ich einen Blödsinn gesagt, weil es hängt ja gar nicht mit seinem Tod zusammen, sondern mit seinem 80. Geburtstag. Der am 15. Jänner 1871 war. Und du als Historikerin weißt ja genau, was im Jänner 1871, womit verbindest du den Jänner 1871? Also ich verbinde eigentlich den Jänner 1871 jetzt noch nichts mit was Speziellem, aber das Jahr 1870 verbinde ich mit dem Französisch-Deutschen Krieg. Genau, und was war die Folge vom Französisch-Deutschen Krieg? Dass Deutschland gegründet wurde. Genau. Und es war ja bis dahin, oder das Ganze
19. Jahrhundert, zumindest in der ersten Hälfte, immer die Frage, große oder kleindeutsche Lösung. Genau. Also, die großdeutsche Lösung heißt, also alle deutschen... Mit Einbeziehung, also Deutscher Bund mit Einbeziehung des Habsburger. Ja, also deutsche Herrschaftsgebiete, deutsche Herzogtümer, Königtümer und so weiter plus, also Deutsch hat geheißen, auch Österreich gehört dazu. Das Habsburgerreich, also Österreich. Das Habsburgerreich gehört dazu. Das war die großdeutsche Lösung und die kleindeutsche Lösung heißt das Ganze ohne Österreich, Habsburgerreich. Was dann halt wirklich deutsch war, ne? Was dann halt wirklich jetzt auch so noch ist quasi, mehr oder minder. Und es hat den Deutschen Bund ja dann nicht mehr gegeben, aber am 1. Jänner 1871 ist er sozusagen noch einmal gegründet worden für kurze Zeit. Und am 18. Jänner, also 3 Tage nach Grillparzers 80. Geburtstag, ist in Versailles diese Zeremonie gewesen. In der sich Kaiser Wilhelm zum Kaiser nennen hat lassen. Deutschen Reiches, genau. Da ist es ja. Die Gründung des Deutschen Reiches. So, und jetzt war natürlich irgendwie deppert für die Österreicher, weil die wollten doch Kaiser sein, oder? Weil wir sind Kaiser. Naja, das glaube ich eigentlich nicht, das haben sie schon gewusst, aber ich meine, man hat also gebraucht sozusagen identitätsstiftende Figur und da war der Grillparzer besonders gut geeignet, weil erstens war er 80 sehr hoch geehrt, sehr doch bekannt. Zweitens war er jemand, der immer wieder betont hat, dass er Österreich bis zum Kindischsein liebt. Hat so wie du? So wie ich bin. Und hat aber auch immer gesagt, dass er ein Deutscher ist. Mhm. Ja, und was ja ganz eine andere Bedeutung hat, als zur Nation Deutschland zu gehören, sondern er war halt in diesem Vielvölkerreich, der Habsburger, war er halt einer von der Deutschen, oder in dem vielen Nationenreich, einer der deutschen Nation oder der deutschen Volksgruppe. Mhm. So wie es halt auch Tschechen gegeben hat oder Ungarn oder... Das war ja nichts, was halt nachher bei der Nazizeit in Verruf sozusagen gekommen ist. Mhm. Und der deutschen Bevölkerungsgruppe zugehörig, hat er sich gefühlt. Ja, genau. Und da hat zu seinem 80. Geburtstag war eine große Feier, die war ausgerichtet vom damaligen Journalisten- und Schriftstellerverband Concordia. Ach was. Da war er Ehrenmitglied. Und ja, die Concordia, cool. Wenn es irgendwas war, Concordia war ist nicht vorgekommen. Vielleicht sollte ich zu meinem 80. Geburtstag auch eine Feier dort planen lassen, aber das ist noch ein bisschen Zeit. Du hast noch Zeit, kannst nachdenken. Das vielleicht zu deinem 80. Geburtstag. Das haben wir auch noch Zeit, haben wir auch noch Zeit. Haben wir auch noch Zeit. Und da hat der Burgtheater Heinrich Laube, der damalige, die Ehrenansprache gehalten und der hat gesagt, unser Grillparzer ist der österreichische Nationaldichter. Und das war halt sehr, er ist als Klassiker, als Nachfahre von Goethe und Schiller oder Schiller und Goethe bezeichnet worden und der Österreicher. Und das Ganze hat sich natürlich wiederholt 1945, wo man ja wieder identitätsstiftende Figur gebraucht hat. Mhm. Da ist er noch sogar das Burg, soweit ich mich erinnern kann, damals in unserer Burgtheaterfolge ist ja sogar die erste Aufführung nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja auch Grillparzer. War das nicht König Ottokars Glück und Ende? Ja, weil da hat er sagen können, da hat der Hornig sagen können, es ist ein gutes Land, wohl wert, dass ich ein Fürst sein unterwinde. Und tja. War, ja. Ja, und das ist. Okay. Ja, also gut, wer ist Grillparzer? Und jetzt mal so, kannst du den so ein bisschen einbetten in die Zeit? Weil das ist ja eigentlich schon ganz interessant. Der ist ja 1791 geboren worden und 1872 verstorben. Und da ist ja eigentlich ziemlich viel passiert in dieser Zeit. Was war da so zu seinen Lebzeiten? Was hat er erlebt oder miterlebt als Bürger Österreichs und also Habsburgerreichs und vor allem Wiens? Sagen wir, was sie während seiner Lebzeiten abgespielt hat. Genau. Also er ist geboren 1791, das heißt ein Jahr, nachdem der Josef II. Gestorben ist. Also nicht am Neujahr, sondern im Jahr nach dem Todesjahr von Josef II. Mhm. Das heißt, er hat als Kaiser, der Kaiser war der Leopold II.
der erste Kaiser. Die Marie Antoinette hat noch gelebt in Frankreich, wie er geboren wurde. Die ist erst im Jahr drauf geköpft worden, oder sogar zwei Jahre drauf, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Dann war der nächste Kaiser der Franz der Zweite Erste. Dann hat er schon sehr als denkender Mensch die napoleonischen Belagerungen Wiens erlebt, 1805 und 1809. Dann ist die ganze Metternich-Zeit, Biedermeier, Vormärz, diese ganze Ausgeschlossenheit, diese Zensur, die Bewachung des Ausgeschlossenseins von der politischen Betätigung, was aber wieder andererseits zu einer kulturellen Hochblüte geführt hat. Das waren also Schubert, der Bauernfeld, der Schober, der Daffinger, der Moritz von Schwind, also das waren alles Leute, die damals halt in diesem kleinen Wien, das ja noch von Mauern umgeben war, der erste Bezirk eigentlich de facto war. Die sind sozusagen von Party zu Party, haben sie getroffen zu Schubertabenden und alles Mögliche. Und die Familie mütterlicherseits von Grillparzer, die Sonnleitners, waren ja sehr große, waren ja Größen im Kulturleben von Wien. Also das heißt, er war da auch fix eingebunden. Dann war 1848, über das wir auch eine Podcast-Folge gemacht haben, das hat er auch miterlebt, da war schon als sehr erwachsener, reifer Mann. Da war sehr erwachsen schon. Da hat er ja im Sommer oder also noch vor Oktober auf jeden Fall geschrieben, dieses Lobgedicht auf den Radetzky. Glück auf, mein Feldherr, führe den Streich, das ja heute nur am Radetzky-Denkmal unten verewigt ist. Wo ist das Radetzky-Denkmal? Vor dem Ministeriumsgebäude. Im dritten, da bei dem Donaukanal, oder? Im Stummling. Auf der Seite. Da steht dieses große Radetzky-Denkmal, das ursprünglich am Hof gestanden ist und jetzt eben dort steht. Mhm. Und mit diesem Glück auf, mein Feldherr, führe den Streich, da zeigt sich schon seine Zerrissenheit, weil er war eigentlich komplett gegen Metternich und hat dann und gegen diese reaktionären Dinge. Und hat dann dieses Lobgedicht auf einen Menschen geschrieben, der die Leute niederkartätschen hat lassen, also die Revolution. Und da wäre sie im Oktober 48 fast an den Kragen gegangen, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, und dann hat er erlebt den Neo-Absolutismus mit dem jungen Kaiser Franz Josef. Und dann halt die Wandlung zur Konstitution, also dass er Konstitution gekommen ist, dass er Verfassung gekommen ist. Und was man nicht vergessen darf, er hat auch, erlebt, wie die Mauern, die Wiener Stadtmauern geschleift worden sind. Ja, und er war ja dann eigentlich auch quasi in Wien, als Wien von napoleonischen Truppen belagert wurde, muss auch sehr eindrücklich gewesen sein. Ich meine, jetzt mal so, um den Wien-Bezug ein bisschen herzustellen, hat der nur im ersten Bezirk gewohnt oder wo war der zugange? Hat der auch so wie Beethoven dann, keine Ahnung, in Grinzig mal irgendwie eine Zeit verbracht oder in, keine Ahnung, irgendwo? Er ist sehr oft umgezogen, aber immer innerhalb der Stadtmauern, immer in der Stadt selbst. Einmal hat er mit der Mutter einen Sommeraufenthalt, eben weil du sagst Grinzig, in der Grenzinger Straße im gleichen Haus wie der Beethoven verbracht, steht bis heute eher Tafel. Dann haben sie, glaube ich, einen Garten gehabt, die Familie, aber ich meine, das war halt, aber gewohnt hat er effektiv immer nur in der Stadt. Die genaueren Orte, da werden wir dann in den nächsten Folgen darüber sprechen und die auch die als Anlass nehmen, da quasi vorbeizuschlendern. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Also, der hat ja Gedichte geschrieben und viele Dramen über die du auch in deinem Standard-Blog Näheres berichten wirst. Was war denn das jetzt so für ein Mensch? Oder was war sozusagen, jetzt sagen wir mal, sein Werdegang? Was ist so der Hintergrund seiner Familie? Und wie war das so? Naja, er war der Sohn von der Anderson Leitner, die eben aus dieser künstlerisch sehr regen und sehr talentierten Familie gekommen ist. Die wirklich, man kann sagen, eine Wiener Patrizierfamilie gewesen ist.
Und vom Wenzel Grillparzer, das war Advokat, der irgendwo aus der Provinz gekommen ist, irgendwo aus Niederösterreich, glaube ich. Und der eigentlich in der damaligen Zeit für sie nicht ebenbürtig, also ihr nicht ebenbürtig war. Mhm. Aber das, obwohl sie jetzt keine besonders gelehrte Frau war, oder gescheit, ob es gescheit war, weiß ich nicht, aber gebildet. Und die haben eben dann geheiratet, haben 4 Söhne gehabt. Und der Grillparzer war der Franz war der Älteste. Und Franz der Erste quasi. Franz, ja. Und der Vater war ganz ein trockener, vielleicht auch ein mürrischer Mensch. Und der Grillparzer hat von beiden was gehabt, der war irgendwo ein Zerrissener. Der war wirklich, ja. Also zerrissen zwischen diesem künstlerisch-kreativen und dem sehr trockenen, ein bisschen langweiligen vielleicht sogar? Na, langweilig weiß ich nicht, aber er hat ja einmal geschrieben, 2 Seelen wohnen in seiner Brust, die eine ist entsetzt, wie gefühllos die andere ist. Ich meine jetzt, das ist jetzt nicht ein wörtliches Zitat, sondern im Sinne. Mhm. Und er war ja, und er war immer zwischen zwei Polen zerrissen. Mhm. Zum Beispiel hat er schon als sehr junger geschrieben, dass seine schlechteste Eigenschaft ist die Eifersucht. Er ist immer eifersüchtig auf irgendjemanden. Oh je. Bei den Frauen war er furchtbar eifersüchtig. Hat er viele Frauen gehabt? Ja, wahnsinnig. Die sind ihm, also wahnsinnig, aber die sind ihm auch gewöhnt. Und er sagt immer, er hat in seinem Herzen Liebe und Wollust gehabt. Hat er ganz genau getrennt. Aha. Aber die Wollust hat immer die Oberhand. Ja, komisch. Das ist total ankommen, ja, passiert fast nie. Und naja, okay. Er schreibt, wenn er über Frauen schreibt, immer sehr starke Frauenfiguren, die kommen immer besser heraus als die Männer. Weil er die irgendwie bewundert oder weil er. Ja, oder weil, warum? Weil er meistens irgendeine Geliebte oder eine Frau, die er liebt, als Vorbild gehabt hat. Also, ich meine, es gibt Dramen, den Ottokar da ist halt, ja, auch die Kunigunde, aber zum Beispiel Sappho oder Medea oder was, das sind eben Frauenfiguren, die wirklich ein Vorbild nachgehen. Mhm. War der verheiratet? Nein. Nie, okay. Einfach ganz viele Geschichten gehabt. Ich glaube, der hat ja die Kathi Fröhlich gehabt, die mit der als verlobt gegolten hat. Mhm. Aber er ist immer zurückgeschreckt, weil es war ihm furchtbar zu denken, dass irgendwer unangemeldet in sein Zimmer kommen könnte. Oh, und das Schrecklichste war ihm überhaupt, dass er glaubt, dass man sich voreinander womöglich waschen würde. Also das war ihm so ein unglaublicher Gedanke. Und dann hat ihn einmal irgendwer gefragt, warum er nicht heiraten darf. Er hat gesagt, ganz einfach, weil ich mich nicht waschen will? Nein, ich fürchte mich, hat er gesagt. Ich fürchte mich. Oh Gott. Also, so, oi, oi, oi. Und er war so vom Charakter her, dass er. Also wie gesagt, es gibt ja dieses schöne Wiener Wort, dass jemand sagt, ich sage nicht so und nicht so, sonst heißt es, ich habe so und so gesagt oder so oder so. Okay. Und so war er ganz einfach. So oder so war er dann. Und auch, und er hat schon auch diese österreichische Geschmeidigkeit gehabt. Also er wollte sich nicht festlegen. Wollte sicher nicht. Okay. Und jetzt nochmal so zu den Eckdaten, als er in dieser Bürgersfamilie gewesen hat, dann halt eine Schulbildung wahrscheinlich eine ganz gute genossen und hat dann, glaube ich, Jus studiert, oder? Hat Rechtswissenschaften studiert und war wahnsinnig gebildet. Also ich meine, er hat Spanier, Italiener, französische Schriftsteller, die alten Griechen und die alten Lateiner sowieso alles in Originalsprache gelesen. Mhm. Hat auch Englisch gesprochen, das hat er nicht so gut gesprochen, aber immerhin doch. Naja, immerhin. Damals war Englisch nicht so. Englisch war am wenigsten, ja. Aber ansonsten, die Bildung war natürlich damals allgemein unter diesen Schichten ja die klassische Bildung. Natürlich auch andere als heute. Oder die humanistische Bildung. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann, dass das viele Frauen attraktiv gefunden haben, so Brainfucks und so irgendwie. Also so ein gebildeter Mann, warum nicht? Ja, warum nicht?
Egal. Was hat er dann so gearbeitet? Ich meine, ich kenne ja eigentlich nur diese Geschichte, dass der so ein Beamter war und eigentlich seine ganze Arbeitszeit dazu genutzt hat, um seine Werke zu schreiben. Wo das hat er da? Das war auch so. Als was hat er da gearbeitet? Beamter für? Im Finanzministerium, also in der Hofkammer. Ah, ja. Der Hofkammer war der Finanzminister, der Graf Stadion, hat ihn sehr protegiert. Und der Grillparzer Raunz natürlich, dass ihm die Protektion eigentlich eher geschadet als geholfen hat, weil die anderen dann neidig waren. Und es hat immer wieder, er wäre gerne geworden Direktor vom Universitätsarchiv oder Kurator der erste Kurator, Chefkurator in der Österreichischen Nationalbibliothek. Das ist ihm aber nie gelungen. Und dann ist er dann in den frühen 30er Jahren ist er Direktor vom Hofkammerarchiv. Also das heißt, da sind die Akten, die Finanzakten abgelegt worden, die kein Mensch jemals mehr braucht hat dann wahrscheinlich. Mhm. Und da hat er eben dann wirklich Zeit gehabt, sich seiner Schreiberei zu widmen. Naja, ist doch gut. Oder hat er auch mal Urlaub gemacht? Urlaub. Der ist gereist. Als nach Italien, nach Deutschland, in die Türkei, nach Frankreich. Also Griechenland, Türkei, nach Frankreich, nach England. Nein, das war ja für die damalige Zeit schon groß. Wie hat das sein Werk oder sein Leben beeinflusst, diese Reisen? Ist er dann ein bisschen weniger mürrisch gewesen? Oder? Naja, er hat immer was auszusetzen gehabt. Die Engländer waren ihm zu Englisch, die Franzosen waren ihm zu Französisch, die Deutschen waren ihm zu Deutsch und überall war das Fleisch zu hart. Also das war das Ding. Aber naja, er hat das gut. Hat den Goethe kennengelernt, also alle möglichen Sachen. Also eigentlich hat er ein ganz cooles Leben gehabt. So Reisen, Schreiben, Party machen und so weiter. Ja. In Wien leben, was natürlich das Beste überhaupt ist, auf der ganzen Welt immer schon. Ja, damals ein bisschen überwacht. Damals, ja, das würde ich jetzt nicht, ich meine, das ist jetzt nicht, ich meine, anders halt jetzt, aber. Anders überwacht als jetzt, ja. 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 Und er hat im Ausland schon nach dem zweiten veröffentlichten Drama oder aufgeführten Drama, nach der Sappho, hat er wirklich einen Namen gehabt. Der Lord Byron zum Beispiel hat geschrieben, Grillparzer, the hell of a name, but you will have to learn to pronounce it. Also das heißt, er hat ihm wirklich vorausgesagt, der Karriere, dass man überall von ihm reden wird. Und so ist es. Man redet jetzt sogar in Erzähl mir von Wien, von ihm in einer ganzen Staffel. Ja, und das ist eine Ehre. Das ist eine volle Ehre. Ja, super. Ja, dann werden wir also quasi noch weiter über ihn reden in unseren weiteren Folgen und werden quasi ein bisschen bei den Orten rumspazieren, wo auch er gelebt hat, im ersten Bezirk. Genau, weil es heißt ja, erzählen wir von Wien und nicht erzählen wir von Grillparzer. Das stimmt. Obwohl das, wer weiß. Also an und man, dass man so viel über Grillparzer erzählen kann, so interessante Sachen, habe ich mir auch nicht gedacht. Es ist sehr ja, und weißt du, warum das ist? Es ist so wie beim Stifter. Ich meine, den Stifter kann ich heute noch nicht lesen, ist mir heuer heute noch zu. Aber es wird dann wahnsinnig viel durch die Schule genommen. Ja. Wenn man das lesen muss und dann ist man vielleicht auch gar nicht in dem so Alter, dass man das interessiert und offen. Ich muss sagen, mir hat das jetzt total taugt, weil auch dieses ganze Wissen, in welchem Umfeld er gelebt hat und was der für Zeitenwenden eigentlich miterlebt hat und wie sich die Gesellschaft verändert hat zu seinen Lebzeiten, das war mir so nicht bewusst und das finde ich schon ziemlich toll. Oder auch das mit diesen starken Frauenfiguren war mir neu. Schaue ich mir doch gern mal eine Medea an oder sowas. Ich meine, das tue ich sowieso natürlich so auch, aber so noch viel mehr. Ja, es wird halt relativ wenig aufgeführt von ihm, aber Ahnfrau war vor 4-5 Jahren im Akademietheater. Ich meine, die Ahnfrau ist ein albernes Stück, meiner Ansicht nach. Aber die, aber die Medea zum Beispiel, wobei das ist das einzige Stück vom Goldenen Vlies, von der Trilogie, ist das da aufgeführt wird. Der Gast. Das stimmt. Darüber haben wir in unserer 100. Folge, in unserer Live-Folge gesprochen. Ja. Das war toll. Schade, dass du vielleicht nicht dabei warst. Aber
wer weiß, bei einer anderen Live-Sendung wird sich das wieder ergeben. Wir kommen wieder. Genau. Gut. Ja, in diesem Sinn für heute, vielen Dank, Fritzi. Danke dir auch, Edith. Ja. Ja, an unsere Hörerinnen nochmal schöne Grüße und wir hoffen, ihr seid gesund und glücklich. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann votet für uns beim Ö3 Podcast Award auf ORF. Ö3ORF.at. Das würde Podcast Award. Das würde uns freuen. Wir wollen diesen Award gewinnen. Ja. Ja, genau. In diesem Sinne, Servus Fritzi. Servus Edith. Yep. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.